Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Und heute habe ich mal hier ein Schloss. Da ist hier die Falle gebrochen. Das Besondere an diesem Schloss ist, dass es hier 120 mm. Und hier haben wir ein Dornmaß von 35. Und da ist hier die Falle gebrochen. Der Kunde kann nicht mehr aufmachen, nicht mehr schließen. Und wir machen das jetzt einmal auf, um noch mal einmal reinzugucken. Wir haben da also folgende Möglichkeit. Entweder, ups, sie geht nicht raus. Mal eben einen Schraubendreher nehmen. Ah, da geht er. Entweder wir besorgen Ihnen ein neues Schloss oder wir reparieren das. Das heißt also, ich mache die Falle neu. So sieht das Ganze aus. Und hier, das ist die Nuss. War schon mal jemand bei? Das sieht aber ganz komisch aus. Ja, und hier haben wir das praktisch, das Teil, was gebrochen ist, was also nicht mehr geht. So, was wir jetzt nicht mehr brauchen in dem Schloss erstmal, sind diese Teile hier. Dann benutzen wir das Ganze nur noch als Riegelschloss. Bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich nicht genau weiß, wie das aufgebaut war. Ob da nicht was fehlt. Denn da fehlt was. Weil sonst wäre die nicht so köterig. Okay. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Der Kunde kann das erstmal so weit wieder mitnehmen. Dann kann er zumindest die Tür auf- und zuschließen. Und wir werden uns mal eben nach dem neuen Schloss umgucken. Oder ich werde die Falle hier reparieren, die fräsen wir einfach nach. Das ist eigentlich nicht das Ding, nur jetzt gerade nicht. Denn es ist eben gerade gekommen und so. Muss da gleich noch einen anderen Auftrag fertig machen. Und ich brauche doch mal ein paar Minuten zu, um Falle zu erneuern, also nachzufräsen. Sowas ist ganz einfach, das sollte man eigentlich als Schlüsseldienst, sag ich mal, 2014 machen. Deswegen nennt man sich ja auch eigentlich Schlüsseldienst, dass man so ein Bauteil eben nachbaut. Das ist ja kein Problem. Ich meine, man sollte eigentlich auch schon, wenn man Schlüsseldienst macht, Schlosser sein oder sowas in der Richtung, damit man weiß, wie man mit Metallen umgehen kann und sowas eben fertig machen, das ist eigentlich gar kein Problem. Gut, okay. Das war es erstmal so von meiner Seite aus. Ich gebe das Schloss dem Kunden wieder, der ist nämlich gerade gekommen, dass er zumindest jetzt wieder erstmal nach Hause fahren kann und kann das Schloss wieder einbauen. Und das andere mache ich dann dementsprechend fertig. Gut, was noch wichtig ist bei so einem Schloss, ich messe das nochmal durch, ich zeige das nochmal. Das ist hier also das BZ-Maß und hier haben wir, jetzt muss ich mal das ganz genau gucken, ob das auch wirklich so stimmt. 120 mm, das können aber auch 159 sein, muss ich gleich mal im Katalog gucken. Und hier haben wir ein Dornmaß von 35 mm und das ist hier der die Stulpbreite brauchen wir auch und das sind hier 24 mm. Das ist das, was ich brauche, um ein neues Schloss zu besorgen. Gut, okay. Oder eben halt, um die Falle richtig zu machen, denn die können wir ja fräsen. Alle anderen Teile aufbewahren, geben wir den Kunden gleich mit, nicht dass sie verschwinden, dass wir dementsprechend was machen können. Gut, das war es erstmal so weit von meiner Seite aus. Wie gesagt, wenn Sie sowas haben, ja, kommen Sie zu uns rüber, schicken Sie uns das Schloss her.
und wir werden dementsprechend das bearbeiten.